Willkommen zurück, Leute. Es fehlen uns noch 6 Rätsel und noch 6 Kuriositäten. Sind wir nicht cool? Also, gib uns ein Rätsel. Dann fehlen uns nur noch 5. SBVFO. Welcher Buchstabe fehlt? M, N. M gibt's zweimal. Nu. S, V, M, J, N, M. U, E. M, N, M. Wieso gibt's M zweimal? Nee. Vielleicht ist es gar kein Wort. Und ich denke nur, es ist ein Wort. Aber was sollte es denn für ein Wort sein? Ah, bestimmt hat es irgendwas mit dem Alphabet zu tun. Überlegt mal. Ich habe keine Ahnung. Ich sag, es ist O. Ob das stimmt? Ja, bestimmt nicht. Aber ich weiß es nicht. Sieh dir die Buchstabenfolge genau an. Ja, toll, sieh sie dir genau an, hey. Dann ist es halt ein S. Was weiß denn ich wieso? Aha, es ist also ein S. Und warum? Erde, Venus, Merkur, Neptun, Uranus, Saturn, Jupiter und Mars. Das letzte Hasentheater. Yeah, oh, oh, yeah. Jetzt habe ich was zu tun. Das Hasentheater. Hey, kleiner Hase, wir gehen jetzt ins Hasentheater. Tragik im Schnee. Das ist doch furchtbar. Oh oh. Wo ist es denn? Ach da.
Ich find's nie. Du purzelst den Abhang herunter, da fällt dir sicher etwas ein. Uns fällt immer etwas ein. Kann jetzt nicht. Los! Oh, du bist also bereit? Na, dann wollen wir mal sehen. Es war einmal ein kleiner, schwerkranker Junge. Bisher hatte er seine Tage damit verbracht, traurig aus seinem Schlafzimmerfenster zu schauen. Eines Tages erblickte der Junge unseren Hasen, welcher den Blick erwiderte. Trotz seiner schüchternen Art hatte Langer immer ein Lächeln auf der Schnauze, was dem Jungen auffiel. Ich habe die Stoppuhr vergessen. Die beiden freundeten sich an und Herr Hase besuchte den kleinen Jungen fortan an jedem einzelnen Tag. Es war Winter. Der Zustand des Jungen verschlechterte sich zunehmend, bis er nicht einmal mehr ans Fenster kommen konnte. Da hörte Hoppel vom Nektar einer seltenen Blume, der den Jungen zu heilen in der Lage sein sollte. Er musste diese Blume einfach finden. Es war leichter gesagt als getan, denn es wuchs in einem entfernten, sehr gefährlichen Waldstück. Obwohl er sich der Gefahr bewusst war, nahm Hoppel all seinen Mut zusammen und betrat den finsteren Forst. Stundenlang streifte er auf der Suche nach der ominösen Pflanze durch den eisigen Wald. Gerade als er aufgeben wollte, fand er ein Exemplar der seltenen Pflanze, aber ihm blieb nicht mehr viel Zeit. Schnell hoppelte er den gefährlichen Weg zurück, um bei Zeiten zu seinem kranken Freund zu gelangen. Unglücklicherweise rutschte der Hase auf dem vereisten Weg aus und fiel einen steilen Abhang hinunter. Wie komme ich denn jetzt auf Eisern? Doch ihn konnte nicht stoppen. Unter Schmerzen raffte er sich wieder auf und kämpfte sich tapfer durch den Schnee. Wie süß. Später in dieser Nacht weckten den Jungen Schritte, die leise auf dem Schnee knirschten. Er schleppte sich zum Fenster, voller Hoffnung, den Hasen zu sehen. Doch auf der Fensterbank lag nur eine Blume. Der Junge griff nach der Blüte und plötzlich erschien ein helles Licht, das ihn sanft umgab. Er wusste nicht, wie ihm geschah, doch auf einmal fühlte er sich gar nicht mehr elend und schwach. Am nächsten Tag suchte der Junge im Wald nach seinem pelzigen Freund, um für die Heilung zu danken. Doch die Suche währte nicht lang. Herr Hase lag kraftlos im Schnee, zu erschöpft, um sich zu bewegen. Oh Gott. Der Junge nahm ihn hoch und weinte, als der Freund die Augen schloss. Doch Herr Hase sah glücklich aus. Traurig bettete er ihn zur letzten Ruhe und pflanzte eine Blume am Grab des opfernden Hasens. Es war genau die Blume, die ihn von seiner schweren Krankheit geheilt hatte. In diesem Moment landete eine Schneeflocke sanft auf seiner Hand. »Ich freue mich, dass es dir besser geht«, sprach zu ihm eine leise Stimme durch den Wind, der aufgekommen war. »Lass uns doch gemeinsam spielen, wenn es das nächste Mal schneit.« Und bis zum heutigen Tage denkt der Junge beim ersten Schnee immer an seinen Freund zurück. Hä, wie traurig! Oh Mann! Knuffel, du warst super! Knuffel, wir haben alle Rätsel gelöst. Knuffel, Knuffel, Knuffel. Duhu, Luke! Wie fandest du denn meinen Auftritt? Oh, der war ziemlich schlecht. Ziemlich schlecht für deine Konkurrenz. Mein Gott, wie süß. Du bist der beste Hase auf der ganzen Welt und du bist so süß und ich liebe dich. Oh Mann. Bravo, alle Theaterstücke. Das Haus des Zirkusdirektors. Aha, Sonderrätsel, Sonderrätsel, Sonderrätsel. Die mache ich aber nicht. Ich weiß aus den anderen Spielen, wie schwer die sind.
Wenn ich die mache, dann müsst ihr 5 Milliarden Jahre warten, bis ich das Rätsel gelöst habe. Weil die auch meistens Schieberätsel sind. Ich brauche diese Kuriosität. Ein Stehaufklauen. Yeah. Gut, dann sind wir mit der Seite ja wohl fertig, oder? Oh Gott, und da soll sich einer merken, wo wir denn schon überall waren. Nee. Hier waren wir dann noch nicht. Sieh da, Herr Protz. Sie haben bestimmt noch ein Rätsel für mich. Ui. A, B und C spielen eine Party Klettdarts. Mit 4 Bällen hat jeder von ihnen 62 Punkte erzielt. Was für ein Zufall. Mit seinen ersten 2 Bällen hat A 27 erzielt. B hat mit ihrem letzten Ball die 5 geworfen. Auf dem Bild oben siehst du, wo genau die Bälle gelandet sind. Für Herr Zielwasser getrunken und die 50 in der Mitte getroffen. Vier Bälle, ne? A hatte schon mal 27 mit seinen ersten Bällen. Also ist der von A und der von A. Und wie viele haben sie alle insgesamt? 62. Fünf. 35 muss A dann noch geworfen haben. Also nehmen wir mal an, A hat die geworfen. B hat eine 5 geworfen. Wenn B auch noch die hier geworfen hat, dann hat B schon 40. Ne, geht nicht. Was, B? Na, was ist hiermit? Ah, war es jedenfalls nicht. Geschafft, Professor! Aha. Bla bla bla. Es interessiert keinen, was du zu erzählen hast. Keinen. Klar? Ja, Hinweis, Minze, toll. Ach so, das ist unser Hotel. Hier gibt es eine Kuriosität. Und Sie, Herr Typi? Ach, du erzählst mir das nochmal mit dem Bett und dem Licht. Schon klar. Der da hat noch ein Rätsel für uns. Ich hoffe mal, dass ich in der Vergangenheit nichts vergessen habe. Das wäre irgendwie blöd.
X soll zu X führen. Also gut. So, du brauchst schon mal den Schaltkreis hier. Das ist ja toll. Ach so, nee, warte. Der muss sich drehen, und zwar so. So. Na, was ist hiermit? Geschafft, Professor. Geschafft, Professor. Also, ich muss jetzt das Kuriosität suchen. Ach, das ist schon Madame Mysterella. Aber das interessiert mich nicht. Ja, Hase, aber wo denn? Ach, ich will doch gar nicht mit dir reden, du blöde Kuh. Wo denn? Oh! Okay, die Hitbox ist auch das Haus. Ja, aber wo denn, Hase? Hier. Ein Fußabdruck aus der Wüste. Toll. Was? Noch eine? Hase, ganz schlechter Witz. Wo denn bitte? Ah, oh, ich dachte, es ist vielleicht die Lampe hinter ihr. Tut mir leid. Komm schon, diese Kuriosität will ich noch finden. Eine dumpfe Schallplatte. Wo? Ah, da oben. Da können wir zwischen Tag und Nacht umschalten. Und da können wir in die Vergangenheit reisen. Wollen wir jetzt aber erstmal nicht. Mit Ihnen allen muss ich noch sprechen. Oh mein Gott, wow. Ich glaube, ich habe in der Vergangenheit nichts vergessen. Weil die alle hier sind. Alle hier in der Gegenwart. Würfelkran. Was? Wie viel soll er geben? Ach, 22.
Ups. Hier, kein Problem. Ja, wenn man sich zusammenrechnet, dass es 6 und 5 sein müssen, dann ist das alles kein Problem. Gut, Leute, ich glaube, wir sind schon rum mit der Zeit, aber ich weiß es nicht genau. Ich bedanke mich fürs Zugucken und... Nein, die Kuriosität müssen wir noch finden. Kuriositäten sind so toll. Die finden wir noch schnell zusammen. Eine Nachtmorchel. Gut. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Tschüss.